Die Lebensebene ist super. Was ist passiert? Ich hab ein Problem. Was für eine Presse? Moment. Wir klären das einmal und dann können Sie uns dann gleich bescheiden. Also Trieber war ja auch drin, wo die Auflösung war. Trieber war ja auch der Auflösung. Habt ihr. Wir klären es einmal ab und sagen dann Bescheid. Ja. Erstmal starkes Beinverhalten wird geklärt. Ja. Es ist schade, dass so weit kommen muss. Auch für Sie gilt gut daher. Sie müssen nicht filmen, wie da Leute ohnmächtig liegen. Sie haben auch ein Recht am eigenen Bild. Ne? Und ich glaube, keiner möchte in einer Lage gefilmt werden, wenn es einem nicht gut geht. Das ist schön. Auch wenn Sie Rettungssanitäter sind, haben Sie nicht das Recht, andere Leute zu filmen, wenn sie da ohnmächtig liegen. Das wollen Sie genauso wenig. Achtung, Achtung, es erfolgt nochmal eine Durchsage der Polizei. Die Polizei räumt jetzt diesen Platz. Kommen Sie Ihrer Entfernungspflicht in Richtung Süden, Westen und Nord nach. Sonst wird der Platzverweis mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt. Das ist jetzt die sechste Durchsage, es ist 99. Der Polizei in den USA vergleichen, oder? Ja, genau. Also Sie werden jetzt gerade rechtswidrig nicht durchgelassen. Ja, ich bin Journalist. Ja, ich bin auch Journalist, ich bin auch nicht durchgelassen. Könnt ihr mir bitte helfen? Könnt ihr sagen, es ist ein Berliner Pressegesetz? Ja, auf jeden Fall, das muss gefilmt werden. Ich dokumentieren darf, ich muss die Räumung dokumentieren. Es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Jetzt können wir eine Feststellungsklage machen. Er hat doch seinen Presseausweis. Also er muss jetzt durchgelassen werden. Und die Berliner Polizisten, die kennen mich auch, aber die Herrschaften sind aus Niedersachsen angereist und kennen sich vielleicht mit dem Berliner Presserecht nicht aus. Ja, aber es ist doch in anderen Bundesländern das auch genauso. Die Presse macht überall, bei solchen Polizeimaßnahmen muss die Presse. Das ist ein vernünftiger Presseausweis. Der Presseausweis ist der Ausweis von Journalismus. Ja, dann googeln Sie doch meinen Namen. Und er ist doch ganz offensichtlich Journalist. Der fehlt diese ganze Bewegung seit Monaten. Ja. Und er war im arabischen Raum unterwegs und so weiter. Es ist wirklich total, wenn man bei YouTube mal guckt. Google today.
Oberverwaltungsgericht für Gedacht eingestellt. Ich habe heute Alia Dürschke interviewt, die Leiterin der Pressestelle der Polizei. Ich gebe auch die Sichtweise der Polizei wieder, aber jetzt haben wir hier einen Polizeiansatz. Wir müssen Ihnen auch dabei helfen, sein Grundrecht auf Pressefreiheit. Sobald er durch darf, darf er durch. Ich habe mir schon einen Zufall gegeben. Okay, und Sie wollten nicht durch, oder? Ich will durch, ich will durch. Dann können Sie doch jetzt durch. Ich will jetzt durch. Ja, aber Sie haben die Maske davor, ich will jetzt durch. Er lässt mich nicht durch. Er blockiert sich. Ja, also das ist. Ja, mich blockiert er auch. Mich blockiert er auch. Jetzt wäre Samuel Egger nochmal. Der hat 32.000 Zuschauer. Ja. Ist das Rechtsanwalt? Ich kann den Kanal dafür mal angucken. Ja, ich vertrete euch. Ja, ich vertrete Sie ja schon. Ja. Das Problem ist, es passiert nichts. Also, ja. Du warst von rechtswidrig gerade, das muss ich nicht. Das ist ein Fall für den deutschen Presserat, ein Fall für das Abgeordnetenhaus von Berlin. Das ist eine Feststellungsklage, wir müssen damit aus, aber wir wollen jetzt hier durch. Wir wollen jetzt hier durch, wir wollen ja nicht morgen die Feststellungsklage. Ja. Falls auch nochmal Samuel Egger zum Ausgang kommen könnte, wäre das ja nett. Ich fasse es jetzt kurz. Vielleicht auch Markus Heinz. Ich bin ja auch Markus Heinz Rechtsanwalt, ja, gerade. Genau. Markus Heinz ist der Veranstalter der Spontanversammlung. Okay. Ich bin auch schon von der Polizei. Den kennt ihr bestimmt hier, die Damen. Ja, könnte man die Dame anschauen. Ich wollte doch kurz auf jeden Fall von der Berliner Polizei mal hier. Nee, das ist auch nie der. Ja, wir haben uns dann auch jetzt überlegt. Er ist noch zusätzlich behindert. Ja. Das macht jetzt zwar nicht rechtswidriger, aber auf jeden Fall ist es nicht schön, ne? Nicht richtig, nein. Ich dokumentiere meinen Willen, dass ich hier durch will und meine Arbeit tun muss. So, jetzt soll ich einfach fahren. Entschuldigung, er ist Journalist. Er ist Verfahrenskampf. Ja, aber es kann auch nicht verzögert werden. Wenn es ein Plan ist. Wir können jetzt nicht schneller klären, als wir es schon machen. Doch. Ich kann ja nicht da los. Nein, aber einer von den Kollegen, der vielleicht gerade nicht gehört hat, der kann mal bei YouTube seinen Namen eingeben. Und dann sieht er sofort, dass er Journalist ist. Warte mal. Samuel! Markus! Samuel! Komm her! Also, wir haben hier den Journalisten Martin Lejeune. Mein Name ist Martin Lejeune, ich bin Journalist. Und die Polizei von Niedersachsen verletzt mein Recht auf Pressefreiheit im Land Berlin. Die kommen hier angereist aus Niedersachsen und treten meine Rechte als Journalist mit Füßen, indem sie mich daran hindern, den Polizeieinsatz zeitgeschichtlich zu dokumentieren. Ich tue hier meinen Willen kund, dass ich dorthin möchte, zum Polizeieinsatz, um zeitgeschichtlich zu dokumentieren, was hier passiert, wie eine friedliche Spontandemo von der Polizei geräumt wird. Und sie lassen mich nicht hier durch. Dieser Herr ist mein Rechtsanwalt, er vertritt meine Rechte. Wir beide sind von der Presse. Ich möchte jetzt mit dem Einsatzleiter sprechen, mit dem Direktor der Direktion Einsatz und Verkehr. Er leitet hier den Einsatz. Er ist noch hier. Bitte holen Sie den jetzt hierher oder holen Sie den ans Telefon. Der Direktor der Direktion Einsatz und Verkehr. Ja, fertig. Holen Sie mein Telefon auf. Ist das hier nicht der Ausgang? Also der ganze Platz hier, rund um die Siegessäule, ist gerade gesperrt.
Das heißt, aber der Ausgang da ist die Polizei, ist ja klar. So, Achtung, Achtung. Was hat eine Durchsage der Polizei? Hast du Ihre Entfernungsgeräte da? Da die Polizeikräfte noch unmittelbar im Zwang gegen Sie einsetzen würden. Sie dürfen hier rein, Sie können da hinten neben der Bühne rauf, wenn Sie Pressevertreter sind. Sie kommen hier nur nicht rauf, aber Sie können einmal darüber und dann können Sie. Das ist aber auch nicht sein. Ja, ist abgeklärt. Und es wurde gesagt, wir müssen von hier. Mein Arm ist weg, weil Sie da sind. Die Schwane nicht. Ja, dann. Wo hinten? Auf der anderen Seite der Bühne quasi, wenn Sie hier außen drin gehen. Ich kann jetzt aber nicht lernen, was ich mache. Das heißt, Also Entschuldigung, das ist unser Pressesprecher und jetzt darf ich mal. Wo ist jetzt hier eine polizeiliche Maßnahme? Wir diskutieren hier gerade juristisch. Das ist keine polizeiliche Maßnahme. Wir sehen ja gerade einige hunderttausend Menschen, also nur, dass wir uns hier mal einig sind. Alle hinsetzen, die können uns nicht die ganze Nacht wegtragen. Alle hinsetzen. Setzt euch hin. Sit down, guys. Nein, nicht gleich jetzt. Now is the time. The time is now. Please sit down. Please, if you're not from the police, please sit down. Okay. Everybody who is not from the police, sit down. If you belong to the police, you stay up. Please sit down. If you're not from the police, sit down. Die Exekutive in Deutschland interessiert sich leider nicht mehr für Recht und Gesetz und die Gewaltenteilung. Also ein bisschen Abstand, ja. Zieht die Masken auf! Soweit möglich, ja? Ja, ich brauche hier kein Mikro, ich kriege das auch so hin. Außerdem haben wir ja genug andere Fürsprecher. Hier wird Unrecht dokumentiert. Ja, wie bitte? Hier wird Unrecht dokumentiert. Ja, hier wird alles dokumentiert und der ein oder andere wird morgen vielleicht nochmal Post kriegen. Weil mir reicht es jetzt. Mir reicht es jetzt einfach. Und die haben die Haft, die alle privat. Ne? Jawohl! Jetzt hat noch keiner durchgeführt. Ich möchte jetzt einen Einsatz leider haben. Ich bin ganz ehrlich, warum gehst du nicht mit deinem Hund? Ja, aber andere Presse vertreten, dann bin ich auch dafür. Die Polizei, die ist natürlich absolut blödsinnig. Ja, ich bin nicht ablenken. Nachlenken, das war der Überblick, ja, weiß ich. Schaut doch mal da drüben, bleiben wir mal hier und ein paar andere gehen da drüben. Ich könnte sagen, wir müssen Händler nicht gehen.
Wieso geht es denn so schnell? Da muss ja einer oben stehen. Habt ihr keine Verantwortung bei ihr oder was? Da könnt ihr auch so einen hier. Ich möchte noch mal fragen. Nein, das, da muss ich widersprechen, weil ich habe versucht, den Presseausweis zu zeigen. Also mich hat man hier auch nicht durchgelassen. Und ich nehme jetzt ja gerade momentan auch live auf. Und hier drüber ist der Matteo und nicht Matteo mit der Matteo, ja, bin ich. Mit der Rollstuhl drin ist. Wo ich dachte, dass auf dem Oberlandesgericht publiziert hat, dass. Ralf Ludwig! Wie meinst du jetzt? Nee, der im Rollstuhl drin. Publizist auch. Ich habe keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall vom Oberlandesgericht habe ich das heute Nacht verfeilet. Ja. Und der möchte hier durch, ist im Rollstuhl drin, also schwerbehindert. Ah, Martin Schön! Ja, genau, ist im Rollstuhl drin. Das ist ein Journalist. Ja. Genau, und wird massiv gerade behindert. Ja. Wie gesagt, er ist auch noch schwerbehindert. Ich hab's gefilmt. Genau, und das muss ich sagen, das ist absolut Frechheit. Wie gesagt, wenn man nicht seine Pressefreiheit nachkommen kann. Ja, richtig, also meine Aufgabe als Journalist ist jetzt da hinten hinzugehen und zu filmen, weil ich kann hier aber nicht weg, ich darf nicht da durch. Und ich darf auch nicht hier durch. Das ist schade jetzt. Ich würde da gerne. Also kann man nicht umweg? Wenn ich da reingehe, dann kriege ich wieder Ärger mit dem Einsatzleiter. Richtig, ja. Der hat mich... Oh Mann, ey. Komm, zeig Herz, lass mich durch. Achso, Entschuldigung, ja, das stört. Und bam. Ja. Okay. Ach, schade. Dings. Markus? Ich komme da nicht rüber auf die andere Seite, weil in dem Bereich darf ich nicht mehr. Da hat mich der Kerl rausgeschmissen, der Polizist, und hier darf ich auch nicht durch. Ich komme nicht auf die andere Seite, um Bericht zu erstatten. Okay, gut, dann gehe ich jetzt rüber. Wir haben jetzt hier zwei Anwälte, dann nehme ich jetzt noch zwei oder drei von der Presse mit. Ja. Und dann machen wir das auf der anderen Seite auch noch. Dankeschön. Und filmt die Leute, die machen sich hier möglicherweise strafbar. Ja. Und ich möchte, dass ihr diesen Befehl verweigert. Ihr müsst euch nicht strafbar machen, nur weil die Berliner Polizei euch verheizen möchte. Ja, ich bleibe hier. Und auch das ist Anlass für eine Spontanversammlung. Ich sage es nochmal, hier wird gerade, hier wird gerade Pressefreiheit behindert. Hier darf jetzt jemand, auch ich dürfte das theoretisch, ich mache es nicht, aber ich weise euch jetzt darauf hin, dass ihr die Möglichkeit habt, natürlich auch hier eine Spontanversammlung anzutreten. Soll ich das mal kurz machen? Also ich melde hiermit eine Spontanversammlung an. Also eine Spontanversammlung für Pressefreiheit. Jawohl. Jawohl. Und gegen die Verletzung der Pressefreiheit. Jawohl, deswegen melde ich jetzt hier offiziell vor dem Gesetz eine Spontanversammlung an. Das hätte ich jetzt jeder machen können, aber ich habe es einfach nicht. Die Anwälte helfen mir. Ich tue mir unser Er ist der Pressesprecher der Veranstaltung. Das ist der friedlichste Mann, den wir hier treffen können. Das ist der friedlichste Mann, der Stefan Bergmann. Ich weiß gar nicht, wie können Sie das verantworten, anzupassen?
Das ist der flüssigste Mann hier wahrscheinlich auf dem Platz. Warum die Polizisten nicht aus? Artikel 20 Grundgesetz, Recht auf Widerstand. Ich brauche keine Zeugen. Also man hat mir jetzt ganz klar, aber vielleicht nicht nur alle, man hat mir jetzt ganz klar gesagt, dass der Pressebefehl dieser ist. Das heißt, die Polizei erlaubt das. Das sind ja eigentlich Sterbenszeichen. Und das war ja früher im Reich bei den Judenverfolgung. Sind auch so die Zeichen. Das ist so, die sind die Zeichen auch die Sterben, wie damals genau wie der Zeichen. Polizei! 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 Herkommen bitte! Hilfe! Hilfe! Polizei! Hilfe! Pressefreiheit wird beschränkt! Polizei! Hilfe! Polizei! Hier ist Presseverbot! Hilfe! Ich bin in einer Demokratie, aber ich will nicht in einer Diktatur enden! Polizei, bitte hilf uns! Bitte! Hallo, hier bin ich! Wir brauchen, alles gut, wir brauchen einen Polizisten hier, der mit dem Anwalt spricht, weil wir brauchen, es gibt eine Strafanzeige. Polizei! Wir rufen hier um Hilfe! Wo ist die Polizei? Wir sind hier in Berlin. Es ist der 30. oder? Der 30. 1.2020 nach Mitternacht. Wir brauchen Polizei. Und hier sind so viele und keiner hilft uns. Wir wollen Strafe. Wir erstatten hier eine Strafanzeige. Wo seid ihr? Freund und Helfer, bitte, Polizei! Unterlassene Hilfeleistung zum Beispiel. Auch eine Straftat bekommen. Aber das ist ja auch. Sie machen das nicht, ne? Sie wollen, dass es Vorbild ist. Sie knüppeln. Friedliebende Menschen. Nur aufgrund von Doktrinen. Lauter. Ja, aber die haben alle gleiche Nummer. Achtung, dies ist eine Durchsage an die Polizei. Achtung. Der Polizist mit der Dienstnummer BE 240 römisch 1. Bitte einmal hierher kommen. Achtung, dies ist eine Durchsage an die Polizei. Der Polizist mit der Nummer Ich habe eine Spontanversammlung angemeldet für Pressefreiheit gegen das Presseverbot. Ja. Vielleicht kann ich da. Ich darf da nicht durchlaufen, ich krieg Ärger. Du darfst da natürlich durchlaufen, das ist mein Bereich. Der hat mich da eben rausgeschmissen, der hat Mann. Okay, Markus, ich geh mal mit und wir versuchen es, oder? Das würde eh nicht. Wir verhalten uns weiterhin ruhig, wir leisten keinen Widerstand. Aber wir filmen und fotografieren alles. Ja, die hatte den Markus mehrmals gefilmt. Ich hab's. Es wurde wirklich vielfach gefilmt. Man muss nicht.
Das ist der Hammer. Was? Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ich meine, die Polizisten wissen das im Einzelnen nicht, aber ich habe sie nie erklärt. Die Polizisten waren alle demnächst arbeitslos. Komplett. Die wissen es gar nicht. Ich stehe für die Freiheit auf. Ja, Sieg ist eine schöne Sache, das wird Spaß. Mein Herz, wir sind eins, wir sind eins. Du gegen Frieden fände ich ja schön. Ja, ich muss nachher bloß schauen, dass ich dann nach hinten komme, auf dass ich den Weg finde. Eigentlich will ich mir da schlafen. Ich hätte das fast also, gegen der selbst kein Zutritt. Pressefreiheit, also ist gerade ganz, ganz extrem. Stefan, ich auch. Ja. Stefan, du bist ein guter Schwab. Ich bin ja auch ein Schwab. Ich habe Verletzungen im Amt. Das ist auch ein schönes Lied, das ich im Stadion immer gesungen habe. Fröhliche Schwaben überall. Fröhliche Schwaben.
Sparen überall. Auf dem Bass, auf dem Mund, überall ein Schwaben thront. Lass dich drücken, Bruder. Oh, danke, dass du das machst. Danke. Du bist ein Herzensmensch ohne Gleiche. Danke. Da müssen die, wo schon lang gewonnen haben. Das haben wir im Mai schon verkündet. Wir, eben, wir programmieren nur unseren Sieg, der schon längst da gewesen ist. Ein Jahr. Ich bin live in so einer speziellen App, aber ich bin live mit mehreren hundert Zuschauern. Geil, ja. Liebe Grüße an alle. Kommt vorbei. Wir müssen den Platz wieder einnehmen. Früher oder später wird man wieder hier sein. Die Anwälte haben alle schon geklärt. Und, ja, wir werden hier weitermachen. Und Hashcamp ist schon lange genehmigt. Und das, was die Polizei macht, ist meiner Meinung nach, soweit ich es verstanden habe, ja, rechtswidrig. Und das alles gut, du hast viel gearbeitet. Ja, also vielen Dank für alles. Und jeder eins gezählt. Und wir sind hier für die Freiheit, auch wenn die das noch nicht verstanden haben. Wir sind auch für die Polizei da. Und wir sind die ganze Zeit in Kooperation mit der Polizei. Die leider noch nicht mit uns, aber das wird kommen, wenn die mal verstanden haben, um was es geht. Dass es darum geht, dass jeder körperliche Unversehrtheit hat. Und zwar wirklich, nämlich nicht durch irgendwelche Impfungen oder sowas geschädigt wird, anstatt des Covid-19. Also meiner Meinung nach kann man es nicht mal anders sagen. Wissenschaft ist schlecht geklärt. Und nur wird es in den Medien noch immer falsch kommentiert. Und deswegen sind wir hier. Oh. Dankeschön, Stefan. Wunderbar. Mach weiter. Wieder. Mach weiter. Du auch. Das ist schon gut. Danke. Ach, wir sind alle zusammen, wie irgendwie so super drauf, habe ich das gedacht. Alle Menschen, die hier waren und hier sind. Ja, so ist es. So ist es. 2 Millionen, würde ich sagen, oder? Ungefähr. Also, das ist meine Schätzung. Wir werden als Dienstag unsere Zahlen rausgeben. Ich habe heute von der Polizei wieder das gleiche Spiel bekommen. Da wurde mir eine lächerlich kleine Zahl genannt. Und wir haben aber diesmal vorgesorgt. Wir haben, soweit ich weiß, zahlreiche Beweismöglichkeiten in Anspruch genommen. Von Flugzeugen, Drohnen, Übertragungen und alle möglichen Kameras. Und wir werden das ganz genau zählen, auswerten. Und dann wird es eine exakte Zahl geben, die auch stimmt, beweisbar ist und auch richtig belastbar ist. Vielen Dank, Stefan. Ja, aber du, egal wie viel es war, wir waren trotzdem. Einfach nochmal hier. Und wie geht's weiter? Schauen wir mal, jetzt haben wir ja die nächste spontan was an. Mal gucken, wie sie die aufmachen. Ja, schon wieder eine. Ja, das geht die ganze Nacht so weiter. Haben sich da Leute. Naja, immerhin, das ist ja so ein Kunde. Jetzt sollen sie mal anfangen, 10 Pressevertreter zu machen. Aber vorlaufen wir lustiger. Ja. Was ja auch von Diskriminierung von behinderten Pressevertretern zum Beispiel. Ja. Ich gehe jetzt mal kurz nach rüber und dann... Warte mal, ich komme mal. Ich versuche mal zu Markus. Also. So. Ich habe jetzt heute mal Abbrecher. Meine Denke ist total wieder voll.